Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem neuen Ferrero Mandelküsschen im Test und die haben wirklich eine lange Geschichte hinter sich, denn es handelt sich um eine Limited Fan Edition. Vor 2 Jahren, es müsste so im Jahre 2019 gewesen sein, konnte man sein eigenes Küsschen mit so einem Konfigurator bei Ferrero einreichen und letztendlich hat man sich entschieden, ein Mandelküsschen auf den Markt zu bringen. Man konnte dann auch für das Design abstimmen im letzten Jahr, das war glaube ich so im Februar 2020. Und ein Jahr später, jetzt im Februar 2021, gibt es diese Ferrero Mandelküsschen tatsächlich zu kaufen. Wie krass ist das denn? Und ich freue mich riesig, dass die den Weg zu mir gefunden haben. Denn die hat liebenswerterweise, hat mir die Maren zugeschickt. Und die hat sie im Aldi Süd entdeckt für 2,99 Euro, 20 Stück. Und ich habe es gesehen und dachte mir so, krass, wie geil ist das denn? Ich habe mich so gefreut, dass du mir die zugeschickt hast, Maren. Weil jetzt kann ich sie schon heute am Freitag testen. Und das ist mir echt so die Augen waren. Ganz groß, als ich die gesehen habe. Ferrero Mandelküsschen, verdammt cool. Es gab ja schon einige verrückte Editions von Ferrero. Okay, Mandelküsschen ist jetzt nicht ganz so verrückt, aber ich lese mal ganz kurz vor, wie lecker das klingt, ja. Das klingt, steht drin, Nusspralinen-Spezialität mit einer Mandel-Magermilchcreme. Uiuiuiui, Mandelcreme. Das klingt doch yummy, oder? Irgendjemand hat mal geschrieben, er würde sich Ferrero Küsschen ohne Nüsse wünschen, aber wie würden denn diese Küsschen dann heißen ohne Nüsse? Gute Frage. So, und geht das überhaupt? Sind es denn noch Küsschen? Was wäre es denn? Ich bin wirklich sehr gespannt. Und ich glaube, bevor ich hier reinbeiße, mache ich eine Großaufnahme und zeige die euch im Anschnitt. Und jetzt schauen wir uns mal die Mandelküsschen in Großaufnahme an. Und der Junkfood-Guru nimmt gleich mal ein bisschen Nachhilfe im Bereich Biologie. Ich dachte erst wirklich, hier wäre eine Mandel drin, aber es ist tatsächlich auch die Haselnuss in einer Mandelmilchcreme und das macht ja auch das Ferrero Küsschen so besonders. Da ist immer eine Haselnuss drin. Dieses Mal halt Haselnuss trifft auf Mandel. Man sieht das ja auch eindeutig. Da habe ich mich so ein bisschen verguckt und ich dachte echt, wow, da ist jetzt eine Mandel drin. Aber wie gesagt, Haselnuss in Mandelcreme und das kann auch sehr, sehr lecker sein, glaube ich. Bin gespannt. Ziemlich stolz bin ich übrigens auf diesen grandiosen Anschnitt. Bitte dafür einmal einen Daumen nach oben. Und jetzt wird mal direkt probiert. Mandel-Magermilchcreme. Es gibt so viele geile Füllungen von Ferrero, die auf Haselnuss basieren und die sich vielleicht immer so ein bisschen ähneln. Gerade diese Cremefüllung. Aber dieser Mandelcreme ist was vollkommen Neues, was ich so von Ferrero noch nicht geschmeckt habe. Ich meine weder Raffaello noch sonst irgendwas anderes. Ich glaube, in Raffaello ist eine Mandel drin mit einer Kokos drumherum. Und es schmeckt sensationell geil, kurz gesagt. Diese Mandel-Magermilchcreme schmeckt echt geil, richtig gut. Wie gesagt, in der Mitte haben wir eine Haselnuss, kann man eindeutig sehen. Und der Crunch, also diese Mandelstückchen, die noch in dieser Creme drin sind, kann man den auch so ein bisschen sehen, ist wirklich sensationell. Ich weiß nicht, was los ist. Es gibt so viele geile neue Produkte gerade. Auch hier auf dem Kanal, da kann ich echt nur sagen, wie geil ist das denn? Habe ich schon diese Woche, glaube ich, 2 Mal gesagt. Aber es sind auch geile Produkte, wirklich. Meine Güte. Und dieses Mandelküsschen ist echt geil. Kauft euch das auf Vorrat. Ich werde mir auf jeden Fall einen Vorrat davon anlegen, weil es eines der geilsten Küsschen ist, die ich hier gegessen habe. Aktuell mein Lieblingsküsschen. Ich mag diesen frischen, leichten Milchcreme-Geschmack mit dieser Note von Mandel. Ich finde es echt genial. Das ist nicht übertrieben. Es schmeckt richtig, richtig gut. Manchmal schmecken ja auch so Mandelprodukte extrem nach Marzipan irgendwie, aber das ist hier gar nicht der Fall. Ich raste aus. Eine der geilsten Limited Editions von Ferrero Küsschen. Nein, ich sage, es ist die geilste Edition, die ich bisher hier probiert habe. Auf einer Skala von 1 bis 10. Stolze 10 Punkte hier oben, könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, ob ihr das genauso geil findet. Ich freue mich schon, von euch zu hören und zu lesen. Bis bald, ihr Lieben!